Hallo zusammen, hier ist die Anna von der Keimhaus Academy. Ich zeige euch jetzt ein Video von Verena Jennewein. Sie ist zertifizierte Ride with the Mind Trainerin und im Video spricht sie über das Thema Galopp. Im ersten Teil erklärt sie den Galopp in der Theorie und anschließend folgt ein Praxisbeispiel. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute sind wir wieder in der nächsten Theorie da und das ist der Galopp. Da habe ich mitgebracht die Chrissy vom letzten Mal, gell, mit ihrem Merlin, und die Yassi war bei unserem Online-Kurs, also beim Einführung, sage ich mal, dabei, aber ich bitte sie, sich trotzdem noch mal vorzustellen. Hallo, ich bin Yassi und habe einen 5-jährigen Friesenwallach, den ich gemeinsam mit der Verena ausbilde. Danke. Gut, also, da sind wir wieder. Es geht im Galopp auch darum, zu wissen, wie funktioniert der Galopp. Galopp ist ein Dreitakt mit Schwebephase, also eine schwungvolle Gangart. Das ist nämlich ganz wichtig zu wissen, dass es auch einen Links- und einen Rechtsgalopp gibt, also sprich auch einen Handgalopp. Weil wissen manche gar nicht und dann reiten sie auf der linken Hand im Außengalopp und wundern sich, warum das Pferd eigentlich gar keine Balance hat auf dem Zirkel und eigentlich über die ganze Zeit über den Zirkel, sage ich mal, Mitte, drüber ausläuft oder auf der offenen Zirkelseite ausbricht. Also das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Ich erkläre das jetzt anhand von mir, gell? Es gibt einen Linksgalopp und einen Rechtsgalopp. Wir fangen mit einem Linksgalopp an. Ich habe das hier aufgezeichnet, einmal kurz in der Theorie. Rechtes Hinterbein, dann folgt die Diagonale, linkes Hinterbein, rechtes Vorderbein und dann die Einbeinstütze, linkes Vorderbein mit der anschließenden Schwebephase. Sprich, das schaut so aus. Das Pferd beginnt hier, dann kommt die Diagonale und dann kommt die Einbeinstütze. Also ich kann das jetzt leider nicht vorzeigen, ohne dass ich den Fuß vom Boden nehme, weil gut. Und dann kommt Retour wieder aufs rechte Hinterbein. Und das wäre dann dieser, sagen wir mal, dieser Rock nach oben. Also im Trab geht es recht gerade mit dieser Schwebephase. Es geht ja nur so irgendwie dahin, also aber ziemlich einfach und gerade. Um Galopp geht es aber ein bisschen hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Wenn der Pferd ziemlich gut ist, dann haltet das recht, das flach. Das kommt also hoch, gerade, hoch, gerade, hoch, gerade. Nur die meisten Pferde, vor allem wenn sie nicht gut ausgebildet sind, die machen hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Die schmeißen sich in diese Einbeinstütze auf die Vorhand und fallen nach unten weg. Und das macht es am schwierigsten dann zum Reiten und zu korrigieren, das Pferd hoch zu bekommen. Das war der Linksgalopp. Rechtsgalopp, genau andersrum. Man sieht es hier, es beginnt mit dem linken Hinterbein. Es folgt wieder die Diagonale, rechtes Hinterbein, linkes Vorderbein, Einbeinstütze, rechtes Vorderbein. Und dann geht es wieder los. Und das ist so ein bisschen das Knifflige beim Galopp, weil es ein bisschen dreidimensional ist. So, mal zur Erklärung des Galoppes. Die häufigsten Sitzfehler im Galopp entstehen eben meistens einfach auch durch diese Schwierigkeit, was der Galopp mitbringt, durch diese drei Dinge, also die, das verspricht es nicht mehr aus. Gut, ihr wisst, was ich meine. Viele fangen dann an, sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, der Galopp kommt, er will mich irgendwie nach vorne schieben, dann galoppiere ich halt so und so und so. Und da schiebe ich mein Pferd auch wieder auf die Vorhand und ich mache es ihm sehr unangenehm und schwierig, gut zu galoppieren. Was viele in der Reitschule aber sagen, wisch den Sattel aus. Wisch den Sattel aus, wisch den Sattel aus. Da habe ich ganz das Gleiche, ich fahre mit dem Oberkörper zurück, ich bin viel zu schwer im Rücken, ich störe mein Pferd. Lehne mich nach vorne, schüchterne Reiter, ängstliche Reiter. Die gehen dann im Galopp so, so, so. Da kommen gar nicht zum Sitzen. Also der Hintern schaut eigentlich immer in die Luft, so ein bisschen Entenpopo. Ist genauso schlecht, weil die beiden Pferde auch auf der Vorhand, die Hintern schaut hinten heraus, ich kriege es vorne nicht hoch. Nächstes. Unterschenkelklemme kommt auch oft, wenn der Pferd spritzig ist oder ich hier nicht sitzen kann, ich noch nicht weiß, wie es geht. Die klemmen damit die Unterschenkel und das heißt fürs Pferd natürlich entweder go, wenn es ein spritziges ist, ängstliches. Und ein faulen Pferd sagt einfach, hey, du nimmst mir die Luft zum Atmen. Ich bleib stehen, galoppierst gar nicht, geh gar nicht in den Galopp rein, Trab reicht mal. Ja? Noch ein guter Fehler, ich ziehe dabei die Knie noch hoch. Das machen ganz viele, ich klemme und ziehe noch die Knie hoch. Ein Horrorszenario, weil dann wird es noch gasiger, das Pferd, weil es ist noch mehr Druck, noch mehr Rippen festmachen fürs Pferd. Ja. Was haben wir noch?
ja, zu wenig Grundspannung, zu wenig Körpertonung. Die schaffen es nur halbwegs zu sitzen, aber ich schaue dann so aus. Das ist dann ein gutes Beispiel, wer schon mal ein Kind in einer Rucksackkraxe gesehen hat, auf den Berg gehen oder so. Wenn das Kind hinten, haha, da ist lustig, Mama, ich will da noch hin und so. Also das stört irrsinnig viel, wenn man versucht, da gerade auszugehen. Wenn ihr anderes habt, das Kind will nach vorne oder es schläft und da kann ich es gut mitnehmen. Da stört nichts, da bewegt sich nichts. Als Reiter ist es dasselbe, ich versuche mein Pferd nicht zu stören. Und wenn ich das kann, nachher kann ich auch einwirken auf mein Pferd. Da haben wir schon eine nette Variante. Hopserlauf. Das machen wir gleich. Ich sage es einmal vor. Das ist ja ein gutes Verständnis dann fürs Reiten. Galopp ist nichts anderes wie ein Hopserlauf mit vier Beinen. Das Pferd hat halt vier Beine statt zwei Beine. Wenn ich also einen Linksgalopp mache, starte ich hinten rechts und dann geht es nach vorne links. Wenn ich also hier einen Zirkel reite, linke Hand, nachher Hopserlauf nach links. Ich versuche jetzt ein ausbalanciertes Pferd zu sein. Viele Pferde machen eher. Ich bin sehr schnell. Es ist sehr unangenehm zum Reiten, aber das wird nicht funktionieren. Wenn man es nicht weiß und das Pferd startet im Außengalopp auf dem Zirkel, dann merkt man schon, es fällt ihm die äußere Schulter weg. Wird auch nicht funktionieren. Also wie gesagt, es ist nichts anderes, der Galopp wie ein Hopserlauf mit vier Beinen. Und da müssen wir versuchen, aufrecht zu sein, wieder stabile Box. Ja. Und dann geht es los, um das zu erklären, wenn man jetzt auf meine Beine schaut, Linksgalopp, geht rechts, links, rechts, links. Rechts, links, 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 rechts, links. Da kriegen wir einen Schnauf. Wenn ich das am Pferd mache, dann haben wir ja im Schritt gesagt, wir haben diese Mini-Beinchen. Diese netten Mini-Beinchen mit den Schuhen, die was da mitgehen. Im Galopp machen sie rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Weil die meisten Pferde ja dazu neigen, nach vorne zu drücken, auf die Einbeinstütze, muss ich schauen als Reiter, dass ich viel schneller zurückkomme auf den ersten Beat, also auf die erste Phase. Im Linksgalopp wäre das aufs rechte Hinterbein, sprich auf meinem rechten Sitzbein. Ja? Ich muss also schneller zurückkommen, schneller zurückkommen, schneller zurückkommen, schneller zurückkommen und wieder zurück. Zurück. Ich darf also nicht nach vorne innen betonen, ich muss zurückführen. Dann schaffe ich es, dass mein Pferd ziemlich eben bleibt und mich dadurch Netz tragt. Ladies, hopserlauf! Ihr könnt es vielleicht auch leichter so rund um den Ball herum, sieht man es vielleicht besser vom Video her. Startet mal im Linksgalopp. Und dann schauen wir mal, was so euer Körper so fabriziert. Gut, ich lasse euch mal hopseln und erkläre was dazu, was ich sehe. Linksgalopp! Ja, sie in den Rechtsgalopp. Genau, da fängt es schon an. Also es ist kniffig, links und rechts. Gut. Bei der Chrissy sehen wir jetzt, die Füße arbeiten gut, sie setzt sich. Was rotiert, ist der Oberkörper. Sie dreht sich etwas nach innen, die Schultern rotieren. Ja? Schaffst, Chrissy, dass deine Schultern parallel zu deiner Hüfte gerade als Box nach vorne zeigen. Ja, die linke Schulter noch etwas mehr stabilisieren. Warte mal kurz, stoppst du mal. Du kannst schon Pause machen, sonst kriegst du mal rein. Linke Faust, warte ja. Mal daher zur Kamera, dann sieht man es. Links oder Rechtshänder? Rechtshänder. Genau. Du bist Rechtshänder, genau. Das merkt man, weil die linke Seite rotiert in der Bewegung, wo es am Pferd noch größer wird, zurück. Zurück, die gibt hier nach, die wird hier schwach. Drück gegen, stabil. Was spannt sich an, wenn du mit der linken Hand drückst? Schulter. Schulter, tiefer. Spürst du was am Rumpf? Ja. Ja, also hier, ja, ja. Man spürt, ja. Da ist Muskulatur. Die brauchst du im Hopserlauf, ja. Die musst du aktivieren, wenn du jetzt links rum gehst, okay? Nochmal hopseln. Besser. Gut, und jetzt lassen wir nur die Schultern dabei tief und lassen sie fallen, beide, links wie rechts. Trotzdem die Stabilität jetzt nicht verlieren, Chrissy. Links immer nur die Bauchmuskeln nach vorne bringen. Gut, und jetzt versuchst du so ein bisschen in Versammlung, sage ich mal, schneller zu setzen. Rechts zurückkommen. Ja, genau. Ein bisschen mehr nach oben springen und schneller zurück. Ja, richtig. Du merkst, es ist ein Unterschied wie galoppiere ich eigentlich. Ja, und das wird das Pferd genauso merken. Machen wir das mit der Jassi weiter. Chrissy kriegt Pause. Seid schon aufgewärmt dann fürs Reiten. Cool. Sie macht es gar nicht schlecht. Schaffst noch ein bisschen mehr in die Knie zu gehen. Aha, weil ein Pferd möchtest du ja auch setzen. Du möchtest ja sagen, komm, aktiviere dein Hinterbein. Engagier es mehr, nimm es mehr unter Schwerpunkt. Das heißt, auch du musst
selber dich setzen, während der Schwerpunkt kommt. Rechtes Hinterbein belasten, sprich rechtes Sitzbein belasten. Super. Und jetzt versuchst du nur die Schultern etwas tiefer zu bekommen, deine Mitte mehr zu engagieren, weil wir haben auch ein leichtes Rütteln mit drin, kommt bei dir aber mehr aus den Schultern heraus, also in die Schultern nach oben gehend. Also schön tief die Rippen, schön tief die Schultern. Versuch auch die Ellbogen tiefer zu bekommen. Das würde dir richtig schwer werden, das hätte da von mir aus 5 Kilo pro Seite an den Ellbogen rangehängt. Besser, gut. Und die rechte Seite von deinem Oberkörper versuchst genauso etwas nach hinten zu behalten wie deine Hüfte. Die darf nicht mit nach vorne rotieren. Ja, und jetzt merk mit Setschi. Hast du gespürt? Ja. Gut, jetzt bist du stabil. Und das brauchen wir fürs Galoppieren am Pferd.